man sich dann trotzdem graust, den Sitz. Vorhin hattest du ja angesprochen, Ede, von, oder nee, was, wer hatte nochmal gesagt von wegen, dass die Zombies eine der wenigen letzten klassischen Filmmonster sind, das warst du, Ede. Das war ich natürlich. No? Und hast du absolut recht natürlich. Absolut recht in der Hinsicht, weil viel natürlich von dem klassischen Filmmonster, Universal Monster wie Dracula, Werwölfe und. Also einer, der es zum Beispiel eingeführt hat, wieder war J.J. Abrams mit Cloverfield. Gut, scheiß Film, aber immerhin doch. Vorfilm. Gut, dass der Wolf rausgeht. Aber immerhin hat er wieder so ein Monster eingeführt, was ich schon eigentlich cool finde. Aber es ist, daran sieht man auch, wie schwer es ist, heutzutage. Also ich wüsste auch nicht, wie man es noch groß machen will, dass du wirklich ein klassisches Monster in einen Film einbaust. Das ist einfach, irgendwie ist der Zug abgefahren. Mhm. So, die einfach, die Leute heutzutage und auch die Gesellschaft ist einfach viel zu, sagen wir mal, miteinander vernetzt oder viel zu aufgeklärt, als dass es heißt, guck mal, da kommt der böse Dracula durchs Fenster geflogen und dass du dich davor erschrecken würdest. Ja, zumindest wenn du es nicht in einen Science-Fiction-Film packst. Weißt du, wenn du irgendwie einen Science-Fiction-Film hast, so à la Alien oder so, weißt du, wo du auf einen fernen Planeten fliegst und so. Aber in einem realistischen Setting, also in der Welt, in der wir jetzt leben, ich glaube, das kann man den Leuten nur schwer vermitteln irgendwie. Genau. Ja, und aber, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt meinst du nicht, also ich sag mal so, die Möglichkeiten könnte doch mal noch, ich meine, früher gab es auch echt, alle Nase lang gab es irgendwie einen Film, wie jetzt zum Beispiel wie Deep Star 6, wo irgendeine Ölbohrung oder sonst irgendwas irgendwie hervorgerufen hat, was jahrhundertelang oder da tausendelang irgendwie unter der Erdkruste gehockt hat. Und ich meine, könnte man doch eigentlich doch nochmal probieren, oder? Also ich meine, die Möglichkeiten sind noch nicht komplett ausgeschöpft. Gut, ich wollte eigentlich das als Überleitung benutzen zu einem Film, der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Nicht das ganz klassische Movie-Monster, aber der, ich finde, der dieses Monsterhafte wieder gut in den modernen Film verbaut hat, The Descent. Genau, darauf wäre ich nämlich jetzt auch direkt zu sprechen gekommen, ja? Weil ja, das sind auch Monster. Aber ganz ehrlich, ist für mich der krasse Schwachpunkt des ganzen Films. Descent ist ein ganz fantastischer Film bis zu dem Zeitpunkt, wo fucking Monster auftauchen. Das ist auch, finde ich, beim zweiten Teil noch schlimmer, weil da halt, dann weißt du, dass es da Monster gibt und noch mehr sind. Weil, also, okay, was ich dem Film zugute halte, ist, dass man ja spekulieren kann, dass das im Prinzip Menschen sind, die da irgendwie mutiert sind und seit Jahren in diesem Steingewölbe sich weiter verpflanzt haben und halt deshalb im Dunkeln sehen können und so. Aber was ich an Descent und was ich an solchen Art, so eine Art von Horrorfilm liebe, ist, dass da Spannung erzeugt wird, einfach nur durch das Setting selbst, ja, also durch die Umstände im Prinzip. Und der Film hätte gar keine Monster bedurft, weil er war schon so bedrückend, so beklemmend, so krass. Das war ein richtig, der hat mich richtig in seinen Bann gezogen. Das war richtig eine Situation, wo ich gesagt habe, boah, hätte ich keinen Bock, mit denen zu tauschen. Was für eine Scheißsituation, die gerade stecken. Aber in dem Moment, wo Monster kam, habe ich gedacht, okay. Ja. Obwohl, da fand ich die Situation aber echt noch ein ganz Stück beschissener. Also ich fand die Szene, wo sie mit dieser Kamera ihre Gruppe ableuchtet und auf einmal steht Descent. Dieses Fieder. Ich hab's ran. Ich komme gerade wieder in den Raum, ich wusste es nicht. Ich fand die großartig. Ist auch eine geile. Das also ist ich habe selten so viel gezuckt. Das ist eine geile Szene, aber es ist, klar, als einzelne Szene finde ich das auch geil. Im Gesamtkontext, weiß ich nicht, das ist wie das Wolfsrudel bei Frozen. Also hätte es einfach nicht bedarf, finde ich. Bedürft. Aber wenn man der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an. Hä? Wenn man mit der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an. Ja, aber bei Descent geht da keiner mit. Also, Entschuldigung. Also, kannst mir Descent nicht als klassischen Monsterfilm verkaufen. Also, ich verstehe, was du meinst, Eddie, aber ich meine, so gesehen könnte man auch sagen, bei From Dusk Till Dawn hätte es der Vampir auch nicht bedurft. Das hätte eben, auch als cooler Gangster-Road-Movie weitergehen können, wäre ein Top-Film gewonnen. Auf einmal drehen sie halt irgendwie um 180 Grad und es kommt was völlig Neues rein. Also, ich kann wirklich verstehen, wenn dann das irgendwie. Aber bei From Dusk Till Dawn, finde ich, passt es irgendwie. Also, das ist halt einfach. Goofy-Film irgendwie, das ist halt crazy. Descent vermittelt aber von A bis Z eigentlich Hyperrealismus. Ja. Klaustrophobische Zustände und da passt dieses obwohl Vision übernatürliche. Ja schon relativ früh kommen. Hä? Obwohl Visionen und so Trugbilder, also Tagträumereien kommen ja schon relativ früh in Descent. Schon ja. Innerhalb der ersten paar Minuten. Also Tagträumereien, okay, ja. Man kann schon erste Zeichen, könnte man schon so deuten, dass vielleicht nicht immer alles so sich zuträgt, wie es gerade gezeigt wird. Und ich fand den Twist, ich fand den echt geil, weil klar, man hat da, ich gebe dir vollkommen recht, diese Situation, das Setting irgendwie, wie die Tussi sich dann das Bein bricht oder wie die andere halt auch noch in dieser Feldspalte stecken bleibt. Ja, wie die da durchkrabbeln, schlimmste. Das ist für mich eine der größten Albtraumsituationen, die ich mir vorstellen kann. Und dadurch hat der Film schon echt allein gewonnen. Ja, aber guck mal, ich gebe dir gerne mal ein Beispiel, mit dem ich es gern vergleichen würde.
Und zwar, wenn in Blair Witch Project plötzlich am Ende auch so Monster gewesen wären, hätte es den Film kaputt gemacht. Und das ist für mich ähnlich wie Descent, weil das Setting war der Horror und die Andeutung am Ende, dass da vielleicht was doch irgendwie was Übernatürliches ist, fand ich hammergeil. Aber bei Descent war es mir zu explizit. Und ich weiß, diesen Kameraschuss, den fand ich auch geil und super, super scary Hammer. Und super, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, so im Gesamtkontext finde ich, vielleicht hätte man es einfach ein bisschen klüger anstellen müssen oder so, das, ich weiß es nicht. Aber das hat mich rausgerissen irgendwie aus dieser Atmosphäre, dieser Beklemmtheit. In dem Moment war die Bedrohung weg, weil in dem Moment wurde es ein Monsterfilm. Und das, der, wie gesagt, ich habe heutzutage, ich habe vor Monstern einfach keinen Schiss. Aber in so einem fucking Bergwerk irgendwie da oder in so einer Höhle irgendwie verloren zu gehen, kann ich diese Angst, kann ich irgendwie, die spüre ich. Weißt du, was ich meine? Also das wäre vermutlich auch ein sehr, sehr geiler Psychothriller geworden, genau, ohne das, komplett monströse Elemente. Allerdings finde ich, Eddie, dass dein Vergleich hinkt. Denn bei Blair Witch Project hast du ja die ganze Zeit darauf gewartet, diese Blair-Hexe zu sehen. Das hat sich ja eine immense Erwartungshaltung aufgebaut. Erst die Geräusche in der Nacht, dann gibt es diese Steinhäuflein, verschwindete ein. Ja, aber es waren immer Sachen, wo du sagen konntest. Das Rütteln am Zelt. Das Rütteln am Zelt. Aber es waren immer Sachen, wo du sagen konntest, das kann aber auch. Das war ja das Geile bei Blair Witch. Du konntest immer eine einigermaßen plausible Erklärung finden. Ja, okay, ein paar überhäufte Steine oder ein abgesägter Finger oder ich weiß nicht was. Irgendwie konntest du immer noch eine Erklärung, sogar bis zum Schluss konntest du fast noch sagen, ja, okay, das ist halt irgendein Verrückter oder was weiß ich, irgendwelche Leute, die Terror machen. Schon klar, aber ich meine, dir war ja auch bewusst, dass du im Horrorfilm sitzt und du konntest dich rational irgendwie dich dagegen sperren und die sagen, natürlich, es hätte auch irgendwie jetzt einer sein können, der nachts einfach am Zelt rüttelt und keine Blair-Hexe. Aber trotzdem hast du ja unterbewusst, du wolltest ja irgendwann diese scheiß Blair-Hexe sehen, weil du wusstest, natürlich ist da irgendwas im Busch. Ob das jetzt die Blair-Hexe ist und wie die aussieht, wusstest du nicht, aber du wusstest, das ist jetzt kein realistisches Sozialdrama, sondern da wird es halt immer übernatürlicher, je länger der Film geht. Und bei Descent war das eben nicht so, weil der von jetzt auf gleich auf einmal einen Schalter umgelegt hat und du warst in einer ganz anderen Welt. So in einem neuen Film mit Monster, mit neuen Regeln, das haben die dir einfach um die Ohren gehauen. So, ab jetzt ist ein Monsterfilm, deal with it. Deswegen finde ich es bei Blair Witch Project sehr clever, dass die Hexe nicht gezeigt haben. Und bei Descent finde ich, also für mich hat der Film echt noch gewonnen, dass sie auf einmal ohne Vorwarnung einen völlig anderen Film dazu quasi gepackt haben und zu der beklemmenden Situation unter Tage kamen dann halt noch die Monster dazu. Also für mich hat es echt sehr gut funktioniert. Ich fand Descent wirklich, wirklich geil. Und ich kann auch jedem nur sagen, also falls man Descent nicht kennt, es gibt ja mindestens zwei Fassungen, Daniel, da wirst du bestimmt auch mehr wissen. Die europäische, die die meisten von uns kennen, und die amerikanische, die das Ende so abgeändert hat, dass der ganze Film... Welche habe ich denn gesehen? Es ist jetzt schwer, drüber zu... Aber ich sag mal so... Kannst du ja Spoilerwarnung einfach machen jetzt. Ja, okay. Spoilerwarnung, die nächsten 5 Minuten überspringen, weil jetzt wird das Ende von Descent verraten. Genau, also in der europäischen Schnittfassung, die meisten von uns kennen, kommt sie aus dem Loch raus, flieht, findet zurück zu ihrem Truck, haut ab und du denkst irgendwie, sie ist in Sicherheit und dann stellt sich aber raus, dass es offenbar nur so eine Fantasie von ihr war. Genau, also, und sie ist dann in dieser Sackgasse Höhle und, da. Genau, und starrt so vor sich hin und das Bild zieht langsam immer weiter raus. Und ihre Tochter kommt noch. Also sie sieht noch, genau, sie Tochter. Bildet sich dann ein, dass ihre Tochter noch kommt und du kannst halt mutmaßen, dass sie dann da an Wahnsinn und Hunger unten verreckt. Und die amerikanische Fassung, wenn ich mich nicht täusche, die hört dann wirklich nach diesem Tagtraum auf. Also es wird so getan, als wäre die dann echt rausgekommen und dann, da fehlt halt noch dieser hoffnungslose Zusatz. So die letzten 30 Sekunden fehlen dann halt einfach. Ja, dann habe ich auch die europäische gesehen. Also ich habe auch die gesehen, wo man freut sich so, dass sie es schafft und dann ist sie am Ende doch in diesem Bergwerk, in dieser Höhle gefangen. Und ich habe das mir so erklärt, dass sie halt auch zu einem von den Viechern wird. Ja, kann man halt so oder also habe so ich es verstanden. Zumindest wahnsinnig. Ja. Aber du hast dich gefreut. Also hat es dich ja doch irgendwo noch ein Stück mitgenommen. Ja, habe ich ja gar nicht bezweifelt. Ja, weil du jetzt gesagt hast, du fandst das ab dem Moment, ab dem mit dem die Monster auftauchen. Ja, also ich meine, ich kann nicht. Ich meine, ich möchte auch nicht mit diesen Monstern in einer Höhle. Ich habe den Film trotzdem, ich fand den ja trotzdem cool und fand den auch intensiv und irgendwie, ich fand halt dieses Element, dass die dann an den Wänden krabbeln können und so, das fand ich halt alles. Das meine ich ja, man hätte es vielleicht noch ein bisschen auf einer realistischeren Ebene machen können, dann wäre es für mich persönlich plausibler gewesen und spannender. Wie gesagt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das sind Monster. So wie der 13. Kriege. Hä? So wie der 13. Kriege. Ja, genau. Das exakt wie bei der 13. Krieger. Das hat mich auch bei der 13. Krieger fand ich es genauso scheiße.
Aber gut, ist auch Geschmackssache. Ja, eben, ne? Ist, letztendlich fand ich die Set auch geil und hat mich heftig mitgenommen. Und ich war danach auch echt so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich erstmal ein Limo trinken. So. Habt ihr gerade in meiner kleinen Pinkelpause über gute Monsterfilme gesprochen? Seid ihr deswegen auf Descent gekommen? Wir sind rausgegangen mit, glaube ich, ein bisschen was über Cloverfield. Ich fand den ja geil. Aber ist ja kein Horrorfilm. Ich fand den Hype besser als den Film. Ich habe ihn vermieden, ich habe ihn nicht geguckt. Also kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Nee, wir haben nochmal dann recherchiert einfach oder wollten versuchen zu recherchieren. Recherchiert haben wir hier. Absolut. Wie denn jetzt in dem Kontext mit modernen Monsterfilmen, weil ja viel von der alten Sensibilität nicht mehr über ist mit klassischen Movie-Monstern. Was ist denn heutzutage als